Willkommen Reisende, heute befinden wir uns auf der Welt von Elder Scrolls Online. Die Charakteranpassung habe ich übersprungen, da die länger gedauert hat als gedacht. Es gibt sehr viele gute Einstellmöglichkeiten für alles möglich. So, dann wollen wir mal gucken. Cool wäre, wenn man den Charakter jetzt auch sehen würde. Ah. Also, C kommen wir ins Menü. Ah. V ist die richtige Taste. Aber irgendwie stehe ich leicht schräg hinter ihr. Ist ja nervig. Da seid ihr ja. Und auf der In. Weise Entscheidung. Einen Augenblick. So, das sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Alter, ist das Gelaber laut. Durch die scheiß Tür. Das ist ja voll assi mit der Steuerung. Da kann man die alte nicht zentrieren. Schulterkamera ist das nervig. Lässt sich also einstellen. Nun seid ihr frei und munter wie eine. Ah, weniger Lauern. Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz. Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes. Ich habe eine Anrufung des Streitrosses gewählt. Nehmt eine Waffe. Schwert und Schild. Axt. Schildchen. Oh, Bogen. Bogen ist immer gut. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen mit einem Schild oder einer anderen Waffe derselben Größe ergänzen. Ihr habt die Wahl.
natürlich da. Sachen, die Welt nicht braucht. So. Ist das eine Waffe auch? Das sieht falsch. Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, suchen wir uns einen Platz zum Üben. Hilfe. Los werden. Ah. Nein, spiele ich eine Elfe. Dann kann sie auch Homo rumlaufen. Hier gibt Inventar. Macht's jetzt. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Tanzpartner zum Abschlachten. So, lasst uns anfangen. Schnell jetzt. Beeindruckend. Erste Klasse. Brillant. Wappnet euch. Block. Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht ist. Ihr seid ein Naturtalent. Verteidigt euch. Setzt euren schwersten Angriff ein. So geht das. Gut gemacht. Blockt den Schlag. Schlagt hart zu. Gott, geht die Alte mir auf den Sack. Einige Feinde versuchen euch zu überwältigen. Dauert das lange. Oh, Stunden später. Ah, mach schon. Meinen entspannt, nur linke Maustaste gedrückt halten. Ah. Stirbt der Kerl nicht oder was? Schnell, befreit euch! Seid bereit, euch zu befreien. Bereitet euch vor. Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Unterbrecht es, bevor es zuschlägt. Ich stirb einfach nicht. Unterbrecht es. Wenn euer Feind einen Angriff... Gut, jetzt vernichtet es. Jetzt auf einmal. Gut gemacht. Kommt und sprecht einen Moment mit mir. Ja, sie applaudiert sich selber. Echt geil. Gegenstandsset. Aha. Ja, machen wir erstmal Lebenspunkte. Besser ist. Unverteilte Attribute. Warum unverteilt?
Lava-Peitsche. Wenn ihr solche Manöver be... Nach draußen. Und das ist wo? Ich will nicht Steuerung zum Schleichen, du Vogel. Den abknallen. Boah, steht die alte im Weg. Naja. Jeden. Machen wir uns auf den Weg. Ah, bla. Nix zum Looten. Echt jetzt? Boah, wie packe ich denn den scheiß Bogen weg? Ein Reittier. Ich will die Tasche. Machen wir uns auf den Weg. Nun, so, ich glaube, ich kann es. Komm mal rein. Ihr sollte eigentlich ausrüsten. Gold. Gold ist immer gut. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Ah ja, kein Bock. Der blöde Raum mit der Ausrüstung. Das ist wahrscheinlich der hier. Schalt das dazu. Also. Oh ja. Nimmst du, links nimmst du den Bogen, aber pack nicht wieder weg, oder was? Oh, Alter. Thank you.
Schattenschuhe. Maximale Magiker. Ah ja. So. Das ist nicht. Hier bringt Geld. Bisschen besser. Der weg. Ah, hast du einen scheiß Hut auf? Geh wieder weg. Ablegen. Scheiße, wie habe ich das eben gemacht? Das scheiße aus. Macht. Zaubern. Das nicht verzaubern. Kacke, keine Ahnung. Noch irgendwas von Wert. Auenbogen. Auenbogen. Ahornbogen. Also. Kein sinnvoller Bogen hier oder was? Ach Eisen.
Anzeige ist auch für den Arsch. Rückumschalt. Lauf, Schlampe. Der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Auch genau weiß, wo das ist. Grüner Gegenstand. Gleich verhökern. Ja. Ja. Ach, das war hier schon wer. Ja. Ja. Also. Tiefer. Kann. Wenn das Vieh nicht angreifen. Endlich. Oh, nicht zum Looten, oder? Ach, ist er da. Lauf Richtung Osten. Oh. Scheiße, falsche Taste. Laufen kann man nicht schießen. Das ist scheiße. Die Alte hat doch die Ruhe weg, ey. Da hast du. Wir machen. 9 Gold, das ist schon mal gut. Steuerung ist. Super, man kann nur looten, wenn man genau richtig steht. Die Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Bloß. Einzige Gebäude hier. Wo soll es sonst sein? Lauf! Anderer Spieler. Ich hebe. Agieren F drücken. Nun.
Nun, das ist beunruhigend. Kann die auch schneller reden? Knochen, ja, bla 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 bla. Riesige Klumpen. Lang die Himmelsscherbe. War lang. Cool, man kann sich abrollen. Türen. Der Todfeind jeder Elfe. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Ah ja. Kacke. Ah, los, 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 Amiga. Dort ist sie, die Himmelsscherbe. Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Das ist ja wohl. Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Zum Tor, ja. Jetzt im Tor. Lauf, lauf, lauf. Kacke. Also die Grafik ist super von dem Spiel. Man kann hier das Oberteil ausziehen, das ist schon mal gut. Hoffentlich kann man das später auch unterdrücken. Scheiße, wo muss ich hin? Höher. Hm. Ey, wozu sollte eine Elfe auch viel anhaben? Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Mit etwas Glück reagiert sie auf die von euch absorbierte Macht und schließt das Tor auf. Gott, ist die Alte langsam. Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Wie gesagt. Abgeschlossen. Geht durch das Tor. Was hier? Da ist sie. Schickt sie zurück ins Vergessen. Das mit dem Ausweichen klappt ja super. Kniet nieder, Wurm. Was nicht sterben kann, könnt ihr nicht töten. Ich will zu tot um. Haha. Noch geben. Ihr habt es geschafft. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Wenn nicht.
Gut, ich habe eine Verrückte als Charakter. Nehmen wir den da. Ach Gott, wo ist die alte hingelaufen? Laufi passt. Sternen. Seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Also durch die Tür gehen ist immer ein Ladebalken. Die Galerie des Schlüsselmachers. Hey, gefunden. Die Alte war doch bestimmt noch nie hier. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich. Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Alle nur, wenn du dafür bezahlst. Stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Ist das zu fassen? Euretwegen. Die Galerie des Schlüsselmachers. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt... Nicht jeder kann. Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor euch. Wir könnten mit den politischen Überlegungen beginnen. Alter, was sind alle eins? Ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Das interessiert mich. Ich kann es euch nicht verdenken. Nun, wie ich schon sagte, sprießen die Bedrohungen für Tamriel überall wie Pilze aus dem Boden. Würdet ihr lieber Zeit mit Elfen wie mir, den Khajiit von Elsweyr oder Menschen aus dem Norden und dem Süden verbringen? Wenn ihr das Tor nach Vardenfell nehmt, könnt ihr die Dunkelelfen und vielleicht auch deren Gott König wie Informationen aus den Dunkelelfen. Ah ja, hör auf zu lauern. Vardenfell, wo ist das? Warum sind die denn alle zu? Passt. Aha. Stimmt das ganz drüben, ich könnte vorwerden. Wildwels. Vardenfell. Nutzen. Dieses Portal führt nach Vardenfell. Faszinierend, wenn man bedenkt, dass die... Es steht geschrieben... Mein Vardenfell. Riesenpilze. Wir haben doch sicherlich... Waren die alle auf Drogen? Oh Gott, dauert das lange. Scheiße. Oh. Oh, eine Nachricht. Umblättern. So. Was können wir jetzt hier machen? Ada Nien entdeckt. Also.
Ah, man, scheinbar kann man sich zurückteleportieren. 38 Gold, ich bin ja wohl. Ah. Also man kann sich über die ganze Karte, naja, fast teleportieren. Dann wollen wir mal gucken, was hier für ein Scheiß gibt. Hier ist jetzt hier was. Oh, mach die Tür auf. Heute haben ganz schön viele mit dem Spiel angefangen. Voll geil, man kann hier klauen. Gut, das sind beide Spieler. Das Klauen ist nicht nur nagelfest ist. Aber bestimmt verjuckern. 40 Gold. Scheiße, wir kommen hier wieder raus. Warte. Und da. Ach nee. Oh. Ja, ja, ja. Arbeitsräume, Steuer. Stehen die Spieler auch direkt vor der Tür? Hier keine dumme Quest und irgendwie ein scheiß Reittier kriegt. Oh, weil den ganzen Kackweg hier laufen. Ich hätte schon das Kotzen. Bitte, hilf mir doch jemand. Wir brauchen Hilfe. Ich bin mir nicht ganz. Scheiße, ja, erkundet und trifft. Auf der Straße nach Sedane. Was ist denn das? Welches von den Scheißsymbolen soll das sein? Anoki. Da oder was? Ne, nutzt ihre Töte Bürger und das ist Geld. Alter, ich habe gar keinen getötet. Haut mich das Ding voll. Hier oder was? Vergebt mir, Fremdländerin. Ja, ja, ach, scheiße. Kacke. Nee. Du Hilfe! Bei den dreien, erst eine verwunderte Wappenträgerin, jetzt das. Weißt du, was bei der Abenddämmerung und dem Morgengrauen, das Böse kriecht durch die Schatten meines geliebten Wadenfell. Aber ein Fremdländer zeigt sich, um meinen Anhängern zu helfen, so wie ich es vorhergesehen habe. Diese Worte. Was bedeuten sie? Was? Was ist passiert? Gnädige Azura, die Mutterseele hat durch euch gesprochen. Es ist ein Wunder. Echt? Ja. Hab ich das nicht eben? Die Daedra-Fürstin dazu. Wir brauchten Hilfe. Abscheu. Woher kommt ihr? Die Azura, was bringt man? Ja, einer der... Und jetzt? Geht zum Andor Ahnengrab. Könnt ihr ruhig mal beichten, wie weit das weg ist. Boah, Alter.
Kacke, die haben mich doch gesehen. Fürst Vivek nicht enttäuschen. Diese Monster, es ist so gefährlich, was soll ich nur machen? Hat Kanonikerin, während ich den Geist meiner Ahnin heraufbeschwöre, wollen wir das wirklich? Folgt mir, aber seid vor diesen Daedra auf der Hut. Daedra. Darum geht's ja eigentlich. Ladebildschirm. Vorsicht, die Kreaturen griffen an, als wir die Halle des Andenkens betraten. Ja, geil, können wir jetzt weitermachen. Begleitet. Nein. Scheiße. Das war einmal ein so friedlicher Ort. Ich kam als junger Akolyt zum Meditieren hierher. Scheiß, wie wir wieder hochlaufen. Zum Henker. Nala. Wenn der komische Titty wäre da. Wir sind fast da. Dann können wir meine Ahnen beschwören. Aha. Ausgenutzt. Die Beschwörungskammer. Ich beschwöre meine Ahnen herauf. Dann könnt ihr Vivex Fragen stellen. F. Ah, ist meine Ruhe durch diese ekligen Daedra nicht schon genug gestört? Oh, ich nehme die doch. Beschwört ihr mich herauf?
Mein Fürst Vivek hat Fragen, die nur ihr beantworten könnt, meine Dame. Meine Begleiterin wird sie mit eurer Erlaubnis stellen. Das mache ich. Nun gut. Stellt Viveks Fragen. Hoffentlich war es das, was Fürst Vivek brauchte. Lasst uns draußen sprechen. Raus. Raus geht's jetzt hier direkt durch die Tür, oder was? Raus. Ja. Raus ist... beziehungsweise oben. Müssen wir uns noch die neue Rüstung anlegen, die wir gerade bekommen haben. Und zwar auch, ich hab's eh wieder vergessen. Das sieht richtig aus. Ja, und erhöht nur durch Mittelfeine. Ja. Hm. Ach, dann Völker. Glühbirne des Lebens. Kommt die noch rein? Zauberung. Maximales Leben. Schmiedehandwerk. Benutzen. Staub. Jetzt soll er raus. War nicht. Boah, ich jage mich nicht auf den Sack. Kacke, wo war das jetzt? Hoch. So. Wie kann ich diese Scheiße denn auch und Kack. Hab Dank für eure Hilfe beim Abschluss. Und ja, ich komme. Ja, natürlich. Bedauerlich. Vivek's Palast. Er ist hoch. Ah. Arsch der Welt. Hätte das erwartet. Reise hätte. Reingehen. Jassehütte. Die wohnen.
Dämonen. Landhaus, das ist dunkel. Das Haus kaufen oder was? Das ganze Ding hier? Cool. Hauptsache man kann Häuser kaufen. Und gleich das beste Spiel ever. Kaufoption F. Aha. Das ist ja teuer. Ah, super, muss noch eine Folge machen vorher. Millionen, ey. Wie komme ich denn? So, Freunde, wir werden jetzt mal in die Stadt vom Anfang am Hafen gehen. Falls ich noch wieder hinkomme. Rechts in der Straße wohl. Straße. Ah, so. Was? Aber jetzt. Ja, voll für den Arsch. Jetzt noch wüsste, welches meine Lebensanzeige ist. Herstellung maximal Rüstung 1 bis 14. Ja, trotzdem wollte ich mal zuschauen. Ach du Scheiße. Und dann werden wir die erste Folge erstmal Schluss machen. Aber erstmal müssen wir gucken, wie wir uns hier vernünftig ausloggen können. Und in einem Gasthaus oder so. Aber ja, da kann man auch durchlaufen. So, hier ist der Land. Gemeinschaftswaren, Unduswaren. Das sieht ja aus wie ein Gasthaus. Mehr oder weniger. So. 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 Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen der ersten Folge der Elder Scrolls Welt. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten. Haut rein.